Ja, und weiter geht's bei Let's Play GTA 5 mit mir, dem Umrotzer. Und nachdem wir beim letzten Mal das heitere Spiel gespielt haben, wer verrät uns am besten oder wer fällt uns am besten in den Rücken, würde ich sagen, gucken wir uns mal um, was wir als nächstes erledigen können oder beziehungsweise wie die Story dann fortgeht. Auf jeden Fall, so wie es aussieht, müssen wir hier hoch zu Franklin. Ja, mal gucken, was Franklin hat. Der war ja nicht dabei, beziehungsweise hat er eigentlich gar nichts davon mitbekommen. Boah, nimm mir doch nicht die Hochwort. Das heißt, wir müssen mal gucken, was der jetzt von der ganzen Sache natürlich hält. Oder was noch so abgeht damit. Bin mal extrem aufgeregt, würde ich mal schon so leicht sagen. Schon ein bisschen heiß, würde ich sagen. Ja, nebenbei. Ich hoffe, ihr habt den Trailer entdeckt bei meinem Kanal oder auf meinem Kanal. Damit ihr so seht, was ich so demnächst Let's Playen will. Es hat natürlich noch ein Horrorspiel gefehlt, aber das wollte ich noch nicht groß anteasern, weil da weiß ich noch nicht genau, wann ich es bekomme. Aber das lasse ich mal als ein bisschen als Überraschung. Also könnt ihr euch schon mal darauf freuen, dass noch ein Horrorspiel dazukommt. Natürlich mit Facecam, was wohl sonst, aber das dauert wie gesagt noch ein bisschen. Aber ich versuche so schnell wie möglich zu Let's Playen. Aber lass mal das erstmal nebenbei. Nehmen wir doch nicht die Vorfahrt. Mann, jetzt aber. So, wir fahren auf jeden Fall erstmal zu Franklin. Dann mal gucken, was Franklin so Schönes für uns hat. Ob er ein paar Probleme hat, bei denen wir helfen sollen, oder ob er uns vielleicht hilft. Oder ob die zu früh abbiegt. Oder ob es jetzt der Story doch brachial nach vorne geht. So. Müssten ja gleich da sein. Na, mein Junge. So. In Franklin schicker Behausung. So, Franklin. Ich komme mal hinten rein, würde ich sagen. Wo lang? Komm mal als Franklin wieder, um diese Mission zu starten. Oh, ich dachte, ich kann mit ihm hier hin. Oh, das ist doch doof. Wer ist das hier? Das ist Lester. Nee, das ist Attentat. Aber ich muss doch bestimmt Franklin machen, oder? Weil ich sehe sonst hier keine andere Mission. Na okay, dann machen wir mal kurz Character Wechsel. Nein. Nein. Auch wenn ich nicht immer mit den Tasten durcheinander kommen würde. So, Franklin müsste eigentlich zu Hause sein. Hoffe ich zumindest. Natürlich nicht, er steht im Stau. Super Sache, Franklin. Kannst gleich auslabern. Oh, wieso ist bei L das diesmal so groß? Aber wir fahren erstmal zu Franklin nach Hause. Oh, kommt mal aus dem Tee hier. Linke Spur ist frei und gerne überholt. Mysterious. So. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange, dass wir da hinkommen. Aber wieso war das Attentat so groß? Ist das eine Hauptmission jetzt mittlerweile, oder? Weil das war doch früher, glaube ich, immer nur so, oder sah so aus in den Nebenmissionen. Naja, wenn wir bei Franklin nichts groß zu tun haben, dann werden wir ja sehen, was rauskommt. Ich hätte natürlich auch mal gucken können bei Trevor nebenbei, ob der was hat. Weil wir wollten ja eigentlich den Big Q starten. Den letzten großen. Übrigens, für die, die es noch nicht wissen, habe ich heute bloß online gelesen. Es kommt jetzt ein DLC raus, also Story DLC. Also, das heißt jetzt, nächstes Jahr. Und nicht wie bei den letzten Teilen von GTA, dass es, also bei GTA 4 meine ich natürlich, dass es eine neue Story ist mit einem neuen Charakter, sondern die Story soll von den dreien fortgesetzt werden. Was mich persönlich schon sehr freut, weil Rockstar hat sich in allen Ehren viel Mühe gegeben mit der Story. Das muss man wirklich
sagen, auch mit dem Charakter. Vor allem mit Trevor. Und da bin ich mal gespannt, wie die Story dann weiterführt wird. Ob es eine Parallelstory wird oder ob die an die Story, die wir hier haben, anschließt. Natürlich muss ich dafür erstmal wissen, wie es endet. Und dann könnte man ja schon überlegen, ob da noch was kommen kann, soll, muss, dürfte, könnte. Oder vielleicht gibt es so eine Story, die davor spielt, was so in den letzten Jahren davor passiert ist. Na, wir werden es sehen auf jeden Fall. Lassen wir uns mal alle überraschen. Auf jeden Fall dann, wenn das DLC draußen ist, werde ich natürlich wieder weiter Let's Playen. Das will ich mir nicht, das lasse ich mir nicht nehmen. So, na komm. Hack doch mal zurück. So. Schnell, komm schon. Ich bin nur bloß falsch abgebogen. Oh, ich würde sagen, irgendwas ist gerade ein bisschen kaputt hier. Entschuldigung. Wahrscheinlich genau das Rad links vorne. Naja, bis da oben schauen wir schon. Einmal noch hier hoch. Und ich könnte wetten, Franklin, Michael ist schon längst wieder weg. So. Na, Franklin, dann geh mal rein hier. Wohin? Wohin? Jetzt. Hey. What you doing here? I mean, I'm real glad you're here. Come here. Come I can't on. Stay. What's up, babe? But it's Lamar. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real. My best friend. My homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He just another nigga from the hood. Him, Stretch, and all the motherfucking clowns. All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit, it works for me, it can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar, you gotta help him, Franklin. Man, that shit is over. Oh, I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO, an investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with... Stretcher set him up. Fuck, man. My whole fucking life I've been looking after this motherfucking, paying a price afterward. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own, I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Polito Bay. Ugh, you do what you gotta do. Was hat die eigentlich für ein verkacktes Problem? Der Kunde ist einfach nur ein Vollpfosten. Der hat doch eh nichts, der kriegt doch eh nichts in seinem Leben auf der Reihe. Ne? Ich meine, gut, unser Job ist auch nicht gerade der beste, aber deswegen müssen wir doch nicht immer wieder den Kunden da wie ein kleines Mütterchen aufpassen. Lester. Franklin, what's up? Hey man, I'm in a bit of a bad situation. My boy Lamar got set up. I think he up near Polito Bay at some sawmill with some ballers. Could you like do some computer magic and look into it? Is that possible at all? Should be. I've got a back door into the Polito Bay police network left over from the score we did up there. Give me a second here. Hold on. Yes. So what'd it say? This must be it. There are older reports of a weed operation being run by an African-American gang. The files got buried, so I'm guessing they paid off the cops. They growing weed up there? Growing it in the hills, most likely, but they might be packing and shipping it out of this sawmill. I'd expect a fair few of them up there. Shit. And I'm gonna need some help. Can you tell Mike and Trevor to meet me up there? They still aren't getting along that well. Tell them it's for me, and it's serious. Thanks, man. Na, da bin ich mal gespannt, ob die beiden auftauchen.
Ich meine, Franklin hat ihn öfter noch einen Arsch gerettet, also müssten die ja eigentlich mal klarkommen und vielleicht ihm auch mal den Arsch retten. Immerhin haben die ihn ja da reingebracht. Aber erstmal gucken, wo der gute Lamar jetzt steckt. In seinem Hanf-Lumpel-Zeugs-Moped-Bla. Ach ja, so eine kleine Spur mal wieder mit dem Moped macht doch auch mal wieder Laune. Schön an der frischen Luft. Halt, halt, rum. Oh. Okay, danke. Ich wollte eigentlich mal Trecker fahren, ja, aber es dauert mir jetzt zu lange. Wenn ich mal nichts zu tun habe. Hahaha, hab ich ja nie. Die Story ist ja relativ fordernd. Zumindest jetzt am Ende. Oh, wie weit fahren wir denn, Mann, noch? Wo steckt denn der Louis schon wieder? Ja, natürlich. Ach ja. Oh, war der einfach noch schön. Da mussten wir bloß kurze Strecken fahren. Ja, jetzt müssen wir ja dauernd von A nach B heizen. Und das nicht nur mal 2 Meter. So, erstmal rum. Wow. Oh. Ist mein Moped noch da? Komm her, Moped. Nicht untergehen. Komm schon. Ah, shit. War gerade so schön, mit dem Moped rumzuheizen. Müssen wir uns ein Auto schiebitzen. Ich hoffe, es kommt doch mal eins. Ja, das war ja wieder klar. Oh, Jungs, danke. Finde ich gut von euch. So, ja, was mich aber wundert, ja, nur im Auto wird die Dings angezeigt. Ich meine, GPS ja, aber es gibt auch Hand-GPS, so Smartphone-mäßig. Da kann man doch auch die Route anzeigen, wie man läuft. Aber wer läuft schon gerne von A nach B, ja? Ui. Ist es weit oder können wir mit dem Auto fahren nach der Devise? Das war nicht meine Absicht. So schnell weiter. Oh, ich finde die Landschaft einfach immer wieder klasse in dem Spiel. Die Weitsicht, das komplette Terrain, was sie hier gebastelt haben. It's all fucking nice. So, rum. Zurück und vor. So. Oh, eine Klipptour, eine Klipptour. Oh, mich juckt die Nase. Oh, ich glaube, da gibt's Geld. Ach nee, das war wenn eine linke oder rechte Hand juckt. Ah, ich weiß es nicht. Funktioniert ja eh nie. Oh, das war knapp. Der schaltet ein bisschen öfters, oder? Kann das sein? Oh, wie weit denn man noch? Ui, ui, ui. Macht Spaß, macht Spaß. Ich würde sagen, wir fahren einfach hier querfeld ein. Da sind wir. Trevor's da. Hey. Why'd you invite this stoolie, huh? We want Lamar to be rescued, not sold to the feds. Give it a rest, asswipe. Man, would y'all two shut the fuck up? Now let's take a look at this place, man. Lester said this was some type of big weed store spot. Place is crawling with ballers, you know? Now me and you, we don't mind the old gang warfare, but Suede Bucks over there... Bite me. Man, I said shut up. Now I see the weed, but where the fuck is Lamar? Oh shit, there he go. You know, tell Trevor I'm gonna be up on this hill with my rifle. I don't want to be anywhere around him when he fucks this whole thing up. Classic. Classic, huh? He's already planning his escape. Oh, fuck. Trevor, Alter, das... Der ist pissy, auf jeden Fall. So, wir laufen! Geh auf andere Position, oder was? Begibst du mal eine Kettenposition? Ach, da hoch, oder was? Oh, jetzt sollen wir mal hochlaufen. Oh, lauf doch mal hoch. And most likely the heaviest. 2. Down the hill to my left. There's a bulldozer there. Might be able to use it in the assault. 3. The other side from me. By the railroad.
Should be possible to avoid the worst of it that way, but I won't be able to cover you. Yo, Trevor geht dahin. Direct assault. Hey, I'm gonna get in position. Oh, jetzt darf ich hier mit einlaufen oder was? I'll see what I can do up here when the time comes. I reckon our best shot is coming at him from two different directions. Oh, lauf, Junge, lauf. Oh, wir sind schon weit runter. Los, Rankin, lauf, komm. Oh, wie weit denn mal noch? Ah, siehst du ja vorne. So. Komm schon, hoch da. So. Alright, let's do this. Laying down fire. I'm moving. Okay, los geht's. Mobilize, motherfucker. Ab geht's, Jungs. Lamar, Lamar. Boah, Scheiße. Komm schon. Weg, weg, weg. Da ist noch einer und da hinten irgendwo da auch noch einer gewesen. Ah, wo ist denn der Kunde? Komm schon, schnell, 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 schnell. So, was ist denn los? Hatze. Bring out Lamar! We'll go away! Ah, shit! Da war keiner. Wo sind die Säcke? Give us the mouthy one and we'll be gone! Weg, alle weg, hier oben noch! Pisst euch! Frank! You found Lamar yet? No, dog, just more balls! These dudes got the trouble! Da ist noch einer! Warte, 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 ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon. Weg. Wo, wo, wo? Jetzt beginnt's die Ballerei. Wo seid ihr, Lutscher? Da, auf jeden Fall noch einer. Ah, shit. Den erwisch ich nicht. Weg. Hier vorne. Nee, da hinten. Boah, shit, gleich bin ich tot. Gleich bin ich tot. Schnell, lad auf. Oh, schön, 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 schön. Wo ist er? Weg. Du Sack. Los. Auto, flieg in den Luft. Ach, komm, wir rennen einfach, Franklin. Weg! Oh, geh bitte darüber, so geht das, genau. Ja, ja, ihr könnt mich auch mal, ihr Säcke! Sniper Fire! Warte, Ray! Nein, nein, nein! Jawohl, Snippern! Aber wo? Oh, da oben steht einer. Ja, warte, warte, warte. So, ist er weg. Wo sind die Nächsten? Wo sind die Nächsten? Gucki! Na, na. Oh. Oh. Bin ich blind, oder was? So, ist jetzt aber hier genau. Oh, die Knarre verzieht ein bisschen, würde ich sagen. Oh, wo seid ihr alle? Los, komm hoch. Da oben ist noch so ein Sack. Wo noch, wo noch, wo noch? Wo noch? Ah, guck mal hier. Guck mal. Bist du hingefallen? So, warte mal, jetzt gehen wir mal da auf Franklin. Los, wechsel, wechsel, wechsel.
Komm schon. So. Wo ist denn der? Oh, hast du nicht aufgepasst, ja? Schlecht gelaufen für dich. Hey, I see Lamar! Hey, Lamar, it's me. We getting out of here, dog. Oh, fancy seeing you. Oh, shit. Yeah, huge coincidence, huh? Back! Back! Come on, guys, they're here in force. You gotta move! Ja, dann schütz uns mal. Weg! Weg! Let us go! Na komm, 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 laut nach! Ja, weg! Nein, nein, nein! So genau würde ich das machen. Los, komm schon! Sehr schön. We're not taking your pot too. Komm hoch! Oh, weg, Junge! So, los, komm, da ist noch irgendwo einer. Hier ist noch irgendwo einer. Wo ist denn der Sack? Wo bist du? Hier bist du! Scheiße! Zu offenherzig. Ich hoffe, wir haben einen Quick Save. Aber ich will die ganze Mission nicht noch machen. Ja, wunderschön. So habe ich mir das vorgestellt. Na, umgekippt, Dude. Okay, schön. Weg. 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 Da hinten noch einer. Hier oben ist noch irgendwo einer. Da bist du, Sack. Und dann du noch. Guck mal, haben wir noch mal schöne. Ja, die können wir nehmen, ja. Jawoll! So geht das!